ihr Lieben, heute zeige ich euch das wirklich das schnellste Frühstück ever. Es ist abends, ich vorbereite das gern immer abends vor. Dann kann ich schön durchziehen, am nächsten Tag schön vom Kühlschrank rausholen, toppen, mitnehmen, genießen. Wir brauchen Haferflocken. Ihr könnt feine oder grobe nehmen, manchmal mische ich auch. Gar keine Frage, funktioniert mit beiden. Und natürlich eine gewünschte Flüssigkeit. Entweder Wasser, finde ich aber sehr geschmacksneutral. Ich würde es auf jeden Fall mit einer Milch, vegane Milch, Sojamilch, Reismilch, Mandelmilch, was ihr wollt. Ja? Und solche Behälter, die habe ich immer da, so packe ich die super gut ein. Ihr könnt auch an Tupper oder andere Schalen, die ihr gut verschließen könnt, gar keine Frage. Seht ihr, jetzt quatsche ich schon zu viel. Jetzt gebe ich auf jeden Fall bis zu gut zur Hälfte von meinen Haferflocken rein, übergieße das Ganze und dann kommt es schon in den Kühlschrank. So sieht es aus. Ich habe es verteilt. Ihr müsst auf jeden Fall von der Flüssigkeit so viel geben, dass die natürlich in der Flüssigkeit erstmal schwimmen. Die schwimmen natürlich, aber jetzt durch das Durchziehen in der Nacht saugen, sage ich mal, diese Haferflocken oder wie nennt man das heute? Porridge auf. Und morgen habt ihr dann nicht so viel Flüssigkeit. Und morgen werde ich euch zeigen, mit Obst, mit Joghurt, mit Nüssen, was ihr wollt. Aber das mache ich jetzt zu und dann geht es in den Kühlschrank und wir sehen uns dann morgen früh. So ihr Lieben, fertig bin ich. Hier gibt es kein Falsch. Einfach rausholen, toppen mit was ihr wollt. Honig, Agavendicksaft, Ahornsirup, alles ist hier möglich, alles. Mandelmus, Cashewmus, macht was ihr wollt drauf, ja. Ihr könnt mit Schokoraspeln, Obst, Gemüse, nee Gemüse nicht, aber Obst nach Wahl, Cornflakes, Müsli, wie gesagt, hier gibt es kein Falsch. Es ist schnell gezaubert, das hat jetzt hier eine Minute gedauert. Ich packe sie zu, wir nehmen sie ein. Perfekt für die Arbeit, fürs Büro, fürs Schwimmbad, zum Picknicken, wo ihr wollt. Viel Spaß beim Nachmachen.